Was bedeutet die künstlerische Geste in Zeiten, in denen wir uns politisch zu verhalten haben? Sollte man die verschiedenen Formen gesellschaftlichen Handelns, also künstlerisches und politisch, überhaupt so entschieden voneinander unterscheiden? Also ich denke, es ist eben nicht möglich, als moralisch verantwortbares Individuum in der Arbeit oder hinter der Arbeit zu verschwinden. Und wir stehen deswegen dazu, uneindeutiges, verschiedenes, schreibbares, auch mal wohltuendes Programm zu unterstützen und zu veranstalten. Wir haben keine Angst vor Sanftheit und Unsichtbarkeit, aber auch nicht davor, zu nerven, zu insistieren und zu provozieren. Und das stimmt natürlich nicht, weil wir haben Angst. Und wir versuchen, sie da zu überwinden, wo Entschiedenheit gefragt ist. Das scheint mir umso dringlicher. Das erscheint mir, oder ich sage auch uns, also ne, umso dringlicher, je stärker die Dimension möglicher Vielfalt laut und ideologisch befragt werden, wo eine Gesellschaft sich nicht vorstellen kann, aus unterschiedlichen Menschen zu bestehen und gruppenfeindliche, verbale und physische Gewalt normalisiert wird, wo sich ein gesellschaftlicher Imaginationsraum wieder auf eine nicht allzu lang verjährte Vergangenheit hin verjüngt. Und ich meine damit nicht nur die deutsche Geschichte des Nationalsozialismus, sondern auch die europäische Geschichte als Kolonialmacht. Ich glaube, Courage gefragt und Wachheit, dass wir uns angucken und unser Gegenüber erstmal als einzigartiges Modell eines möglichen Lebens bewundern und dann kritisieren. Jetzt muss es abnehmen. Und die gegenseitige Anerkennung, die daraus resultiert, immer dahin führen muss, Form des Zusammenlebens, das auch ein Nebeneinanderleben sein darf, hervorzubringen. Arbeit an einer Gesellschaft der Vielen ist in erster Linie auch Arbeit an sich selbst. Die Angst vor dem Anderen in sich selbst zu akzeptieren. Und da, wo die Fragilität dieser Vorgänge von Menschen verunmöglicht wird, da müssen Grenzen gesetzt werden. Die laufende öffentliche Debatte und Bewegungen wie die beiden durch Social Media ermöglichten MeToo-Kampagnen wiederum weisen darauf hin, wie wichtig es ist, vielen verschiedenen Stimmen und vor allem Stimmen, die oftmals nicht gehört werden, zuzuhören, Erfahrungen gelten zu lassen, zu akzeptieren, dass Diskriminierung im Alltag und in Institutionen existiert und von der Gesellschaft nicht hingenommen werden darf und sich eigene Privilegien bewusst zu machen. Als wir als Leitungsteam von Interkultur Ruhr im vergangenen Jahr angefragt wurden, die diesjährige Edition der Kulturkonferenz Ruhr mitzugestalten, haben wir uns gefragt, welcher Impuls von einer Konferenz im Kontext der breiten Kulturlandschaft im Ruhrgebiet ausgehen sollte, die sich heute vor dem Hintergrund von Inter- oder Transkulturalität an der gesellschaftspolitischen Diskussion beteiligt. Unser Vorschlag spiegelt viele der Anliegen wider, die von vielen Akteuren in der Region vorgebracht werden. Wie können vielfältige Kulturorte, wie auch immer sie verfasst sind, dazu beitragen, die vielstimmige Gesellschaft von vielen verschiedenen in einer Zeit, in der Rassismus und Ressentiment offenbar wieder salonfähig werden, zu verteidigen und zu kultivieren? Und wir haben in der Vorbereitung zu der Konferenz zum Glück ja auch schon kritisches Feedback gehalten von so geschätzten Anteilnehmerinnen unseres Programms. Und es wurde unter anderem, oder es hat so ungute Gefühle auch ausgelöst, dass es so eine Abwesenheit wichtiger tagesaktueller Diskussionen aus der Kultur oder aus der Politik gegeben hat. Also, wenn man das Programm durchliest, ist es auch so. Da kam nochmal so die Geschichte des rosaroten Elefanten, ne, der so allen vor der Nase rumtanzt und dann aber von niemandem benannt und sichtbar gemacht wird aufs Tableau. Und ich denke in der Tat, und einige davon sind auch angesprochen worden schon, befinden wir uns heute in Gesellschaft von ziemlich vielen Elefanten. Und das wissen wir auch alle. Und wie man die aber sichtbar macht, ohne von ihnen zertreten zu werden, das habe ich mich dann gefragt jetzt eigentlich, als wir gestern so gedacht haben, was sprechen wir. Und wenn ich euch und uns hier sehe, und das ging mir vorhin schon im Foyer so, dann bin ich nicht nur zuversichtlich, sondern ziemlich sicher, dass sie nicht beschwiegen werden bleiben. Und ich glaube, dass wenn ich nicht nur aufgeregt, sondern handelnd sein möchte, hilft es ja aber auch, sie wirklich in Verhältnis zu den konkreten Situationen, in denen ich arbeite, zu setzen, in denen ich wirkmächtig und handlungsfähig bin, in denen ich auch was verändern kann, in denen ich verantwortlich bin. Und in dem Sinne verstehen wir die Kulturkonferenz Ruhr als einen sehr wichtigen Ort der Versammlung miteinander, denn sie besteht aus euch allen, die daran teilnehmen, die die vorgeschlagenen Themen mit ihren aktuellen Fragen, politischem Bewusstsein, Anliegen und Dringlichkeit in Verbindung bringen und mit den anderen teilen. Also wir bilden quasi Elefantenkörper für einen Elefantenraum.